ihr abmasturbiertes Sperma von einem Bullen reinspritzt, ihr dann ihr Kind wegnimmt, damit du dann an ihren Zitzen rumfummeln kannst. Stimmt echt, ich kann nicht mehr. Man kann in den Discord rein. Ich fass es nicht. Okay. Wovon machst du es denn abhängig? Ah, ich hab ihn. So. Ist das der echte? Hallo, es ist nicht der echte. Ich habe keine Ahnung, wie der klingt. Ich kenne Let's Hugo nicht. Mir wurde nur also wir haben einen angeblichen Let's Hugo in unserer Debatte. Ja, hi. Guten Tag. Ja, Let's Hugo, wie geht's dir mit meinem Gesicht? Ja, geht super. Schon krass, so attraktiv zu sein, oder? Ja, das stimmt. Wie geht's dir mit deinem Gesicht? Playing live on easy, gell? Let's Hugo, bist du schon vegan? Ich bin noch nicht vegan, nee. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Fair. Warum glaubst du, konsumierst du Tierprodukte? Warum ich die esse? Ja, warum du die isst? Weil ich die esse. Ah. Ja, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, was fällt dir denn für ein Grund ein, weswegen du manchmal eine Tierleiche in deinen Mund schiebst? Was für ein Grund? Ja, was für ein Grund gibt's dafür? Warum passiert das manchmal? Ja, weil Essen oder wie? Okay, weil du es immer schon so gemacht hast, weil du es so gelernt hast von deinen Eltern. Also Tradition und Gewohnheit. Ich glaube schon, ja. Und weil es auch bequem ist, wenn du nie drüber nachdenkst, im Alltag, richtig? Ja, kann sein. Und dann kommt noch der letzte Punkt dazu, dann haben wir alle vier, weil es ganz gut schmeckt. Ja. Das heißt, wir fassen zusammen, es gibt vier Gründe, weswegen du und alle anderen noch nicht veganen Zuhörer noch nicht vegan sind. Und das sind Tradition, Geschmack, Gewohnheit und die logistische und auch die soziale Bequemlichkeit. Ja. Sind das, lieber Hugo, ist der Geschmack eine gute Rechtfertigung, um jemanden zu versklaven und ihm ein Messer in die Kehle zu stechen? Nee. Okay, das heißt, der Geschmack, den streichen wir schon mal als valider Grund, um weiterhin Tierprodukte zu essen. Dann gehen wir über zur Tradition. War die Tradition jemals eine gute Rechtfertigung für Gewalt und Sklaverei? Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, die Tradition, ist die eine gute Rechtfertigung, Begründung, für Gewalt und Sklaverei? Sklaverei? Ja, die Tiere sind ja versklavt. Warum? Sind die Tiere frei? Nee. Also sind sie? Versklavt. Okay, sie sind versklavt. Wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, ist man so, warum sind die Tiere Sklaven? Aber diese Tiere werden ja wortwörtlich in Käfigen gehalten, als Objekte gehandelt, am Sklavenmarkt verkauft. Sie werden für ihre Körper als Ware missbraucht und sie gelten wirtschaftlich gesehen als Objekte, ohne moralischen Wert. Das heißt, sie sind Sklaven. Wir benutzen Tiere, ja? Ein paar Wörter, das können wir gar runterfahren. Also ein paar Wörter sind ein bisschen gut. Also ich verstehe manche Wörter nicht. Also Sklaven hast du verstanden? Ja, yes, das habe ich verstanden. Okay, ich werde mich bemühen, Entschuldigung. Ich dachte, ja, alles tut mir gut, leid. Alles gut. Ich wollte jetzt nicht irgendwie dich doof dastehen ja, lassen. Ja, also, alles gut. Also wir haben gemeinsam festgestellt, eigentlich diese Gründe sind keine guten Gründe für Gewalt. Ja. Yeah. Und dass die Tiere nicht frei sind, ist eigentlich nicht schön. Ja. Yeah. Wir sind ja gegen Sklaverei. Ja. Yeah. Glaubst du, musst du Tierprodukte essen, um gesund zu sein? Weiß ich nicht. Okay. Was glaubst du, gibt es denn nur in Fleisch, was es nicht in einer pflanzlichen Ernährung geben kann? Könnte. Was glaubst du, brauchst du da? Gains, okay. Was essen denn die größten, stärksten Tiere auf der Welt, wie zum Beispiel Gorillas oder Elefanten? Essen. Die essen fast ausschließlich rein pflanzlich. Und das sage ich nicht, weil wir genauso aufgebaut sind wie Gorillas. Aber wir können tatsächlich alle Gains bekommen, alle Proteine und Kalorien von Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Bohnen, Samen. Bohnen. Genau. Es ja, gibt vegane Bodybuilder, vegane Strongmen, es gibt vegane ExtremsportlerInnen. Das heißt, Gains kann kein guter Grund sein, um ein Tier als Sklaven zu missbrauchen, oder? Ja, das stimmt. Und du würdest ja wahrscheinlich auch keine Menschen essen, nur damit dein Bizeps wächst. Ja, aber das ist ja, also Hasen essen ja auch keine Hasen. Das stimmt nicht unbedingt. Es gibt einige Situationen, da würden einige wilde Tiere die gleiche Spezies essen. Teilweise im Dominanzverhalten, teilweise wenn es nichts anderes gibt oder in Revierkämpfen, wenn sie dann einfach weiter essen oder ihre eigenen Babys sogar essen. Also das stimmt nicht unbedingt. Und was du gerade machen willst, ist ein naturalistischer Fehlschluss. So nennt sich das. Egal ob das. Ich erklär's dir ganz ruhig, okay? Das heißt, nur weil etwas in der Natur so ist oder nicht ist, können wir daraus keine moralischen Werte ziehen, okay? Nur weil der Löwe sein Baby isst, wenn er in ein neues Rudel kommt, können wir nicht auch unsere Babys essen. Verstehst du, was ich sagen will? Ja. Also die Natur hat keinen moralischen Kompass. Das ist die Zusammenfassung von der Aussage. Jetzt ist also die Frage, wenn du keine Menschen essen würdest für Gain und du fürs Tier
gegen Versklavung bist, was wirst du denn ab jetzt machen? Wirst du weiterhin den Tieren etwas Schreckliches antun, was du selbst nicht erleben möchtest? Oder wirst du ein Vorbild für all deine ZuhörerInnen sein und auch selbst nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass das passiert? Wirst du vegan? Bist du jetzt vegan, Hugo? Weiß ich noch nicht. Okay, dann probieren wir es mal kurz mit deinen Emotionen. Hast du schon mal so Videos gesehen vom Schlachthof? Ja. Wie glaubst du, geht's den Tieren da? Schlecht. Und dafür wollen wir ja nicht verantwortlich sein. Ja. Entschuldigung, du willst daran nicht schuld sein, richtig? Ja. Ich will daran auch nicht schuld sein, deswegen bin ich vegan. Und seit ich vegan bin, wie viele Tiere sind für mich heute schon am Schlachthof gestanden, weißt du das? Null. Sehr richtig. Und so ist das. Du kannst dich hier und jetzt entscheiden, wie viele Tiere für dich dein restliches Leben am Schlachthof stehen sollen. Null oder viele? Ich hab eine tierische Freundin. Okay, und zwar? Das ist ein Bär. Wie? Das ist Vivi. Bär. Bär, ja. Okay, kenn ich nicht. Ja, ist so ein brauner Bär. Okay, und Vivi will ja auch nicht leiden. Ja, das stimmt. Vivi will nicht zum Schlachthof. Ja, das stimmt. Und will Rosalinde zum Schlachthof? Nee. Und will Bertha die Kuh zum Schlachthof? Gibt's die? Warum nicht? Ich weiß nicht. Ja, die gibt's. Die ist unser Stream-Maskottchen. Die sitzt eigentlich normalerweise am Ständer. Wir haben sie vergessen. Die Ständer. Also egal, wie wir die Tiere nennen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie alle nicht zum Schlachthof wollen. Richtig? Wie heißt sie? Sie heißt Bertha. Wer ist Bertha? Bertha die Kuh. Aber seid ihr befreundet oder zusammen? Ja, könnte man so sagen. Ja, was? Wir sind zusammen im Kampf für Tierrechte. Also seid ihr zusammen? Ja. Ich bin auch zusammen mit Vivi. Es freut mich. Danke. Wie lange seid ihr schon zusammen? Euch beiden. Jetzt gerade. Küsst euch. Hab ich gerade gemacht. Hab's also, gesehen. Hugo, Spaß beiseite, ne? Niemand will zum Schlachthof, aber du schickst sie zum Schlachthof. Ich nicht. Doch. Die Bauer. Aber du kennst das Prinzip von Angebot und Nachfrage, richtig? Ach so, ja, okay. Ja, kenn ich. Ja, ganz kurz, ich muss eine liebe Donation von vorher, habe ich wohl verpasst. Kann mir irgendwer sagen, wer da was donated hat, weil das geht so schnell. Da habe ich kurz was verpasst und war gerade mitten im Gedankengang. Muss ich danach noch vorlesen. Es wird jede Donation vorgelesen, Leute. Es tut mir leid, wenn es nicht sofort passiert, wenn ich gerade in einem wichtigen Gespräch bin. Es tut mir leid. Wie dem auch sei, wir waren hier gerade stehen geblieben. Hugo. Ja. Yeah. Du hast gerade gesagt, die Bauern schicken die Tiere zum Schlachthof. Ja. Yeah. Aber du kennst doch Angebot und Nachfrage. Ja, yeah, habe ich schon gehört. Genau. Das heißt, solange du nachfragst, bitte, ich will diese Leiche kaufen, werden sie die Leiche produzieren. Ich frage ja nicht. Doch, deine Anfrage, Angebot und Nachfrage, ist, wenn du kaufst, wenn du isst, wenn du es annimmst, wenn es dir jemand gibt und du es konsumierst und damit symbolisierst, wir wollen mehr davon. Okay, eine klitzekleine Frage habe ich. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Wenn Tiere, so Frage, wenn eine Kuh an Altersschwäche stirbt, kann man die dann essen? Ja. Und das ist vegan? Ja. Ja, okay. Also die Definition von Veganismus beinhaltet, dass du keine Ausbeutung und keine Gewalt an Tieren unterstützt, soweit wie es geht. Und wenn du jemanden isst, der tot ist, dann ist das keine Ausbeutung und Gewalt. Also wenn du ihn nicht getötet hast, sondern er einfach nur gestorben ist. Also wenn eine Kuh einfach so stirbt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, kann ich sie essen? Also ich sage es mal pauschal eher ja. Aber wenn du diese Kuh dann nimmst und damit ein Steakhouse eröffnest und damit nach außen symbolisierst, dass es okay ist, Kuhleichen zu essen und die Leute wollen dann noch mehr Kuhleiche, obwohl keine Kuh gerade an Altersschwäche gestorben ist, dann vermittelst du auch, dass Tiere als Objekte behandelt werden dürfen. Und das ist natürlich nicht okay. Aber wenn du eine überfahrene Kuh findest und die einfach nur zu Hause isst, dann habe ich damit und die Kuh auch gar kein Problem. Das sollst du nicht nach außen symbolisieren, dass Nicht-Vegan-Sein okay ist, sondern dass Nicht-Vegan-Sein nicht okay ist, weil Sklaverei nicht okay ist. Aber wenn du, also das ist jetzt nur Beispiel, damit ich das checke, wenn du stirbst, möchtest du dann, dass das gegessen wird? Ist mir scheißegal, was du mit mir machst, wenn ich tot bin. Okay. Aber Hugo, es ist mir nicht scheißegal, was du jetzt gerade mit den Tieren machst, während du noch lebst und während sie wegen dir versklavt am Schlachthof stehen. Also hast du jetzt gerade irgendeine Rechtfertigung? Nein. Weiterhin so eine Gewalt an Tieren? Nein, hast du nicht. Okay, und was machst du ab jetzt? Wie kann ich dir helfen, dass du das jetzt auch umsetzt, weil du ja kein Tierquäler sein möchtest? Ja, wie kann ich dir helfen? Ich weiß, ich bin einfach zu faul zu gucken, was vegan ist. Okay, weißt du, hast du zu Hause Müsli, Haferflocken? Tresor. Ja, ich glaube, Tresor sind sogar vegan, aber guck das mal schnell nach Ich trinke sogar Hafermilch auch. Nice, dann weißt du doch schon. Ich glaube, Tresor ist vegan. Vielleicht kann das gerade irgendwer nachgucken im Chat. Chat, bitte helft uns mal. Sonst einfach, es gibt ganz viel veganes Müsli, Haferflocken,
Obst, Gemüse, Getreide, ja, ist alles vegan. Das heißt, du isst in der Früh einfach, okay, nein, Tresor ist nicht vegan, aber es gibt vegane Schoko-Müsli auf jeden Fall. Es gibt vegane Haferflocken, es gibt, also Haferflocken sind immer vegan. Und einfach das mit Obst zum Frühstück. Und du hast ein Frühstück ohne ein Tier fast gehabt. Zu Mittag Nudeln mit Tofu und Gemüse oder vegane Schnitzel, ja, vegane Tofu Burger. Ist scheiße. Nein, Tofu ist wortwörtlich Soja und nicht scheiße. Ja, das stimmt. Es schmeckt nach Scheiße. Das wollte ich sagen. Also, es gibt manche Dinge, die dir nicht schmecken werden. Die musst du nicht essen. Es gibt genügend Sachen, die ohne Leichenteile von jemandem sind, die dir schmecken werden. Und wenn du faul bist, so wie ich, und gerne mal ungesund isst, das tue ich zwar nicht, aber kannst du machen, dann kaufst du dir einfach die ganzen geilen, unter Anführungszeichen, Ersatzprodukte und haust in die Pfanne und dazu was Gesundes bitte. Und dann hast du vegane Schnitzel, vegane Burger, vegane Pizza, vegane... heute, es war doch noch nie leichter, Hugo. Also viel leichter als heutzutage, ist idiotensicher, wenn du vor allem schon Hafermilch kennst. Ja, Milch ist kacke. Ja, Kuhmilch ist auch nicht kacke, sondern das Eutersekret von jemandem, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist keine schöne Industrie, die Milchindustrie, oder? Nee, ich finde, also Milch zu trinken, es schmeckt scheiße. Aber Käse, isst du Käse? Nee, Käse, also Mozzarella, zählt das auch? Das ist auch Käse, ja, Hugo. Ja, nee, dann... Ja, manchmal, aber nicht oft. Weißt du, woher Milch kommt? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Und warum macht Kuh Milch? Weil die an den Zitzen gedingst wird. Aber warum hat sie Milch in ihren Zitzen? Weil die das da haben. Nee, weil jedes Jahr jemand in die Kuh eindringt, ihr abmasturbiertes Sperma von einem Bullen reinspritzt, ihr dann ihr Kind wegnimmt, damit du dann an ihren Zitzen rumfummeln kannst. Ja, die Kuh findet das nicht so lustig, ne? Ist die Wahrheit. Lachst du gerade über deine Opfer? Es ist die Wahrheit. Nein, ich lach nicht deswegen. Ja? Ich lach nicht deswegen. Nee, ich hab nur wegen dem Wort Sperma gelacht, das ist so lustig. Also, man masturbiert einen Bullen ab, man nimmt ihm sein Sperma. Und dann schießt man es in den Vaginaltrakt der Kuh hinein mit einem Arm in ihr Rektum, um ihren Uterus zu fixieren, um das Sperma an den angediegenen Ort zu bringen. Das passiert wegen Menschen wie dir, die Kuhmuttermilch stehlen. Ich esse keine Milch. Käse, du isst Käse, du Honk. Nein, Käse. Hey. Mozzarella ist Käse. Hey, aber nicht beleidigen jetzt. Mozzarella ist Käse. Ja, okay, ja. Und heul mal nicht rum wegen Beleidigungen, während du Kühe versklaven lässt. Ja, aber du darfst mich ja trotzdem nicht beleidigen. Ich darf, glaub mir. Warum ich darf. Darfst du das? Wo ist das verboten? Darf ich dich auch beleidigen? Wenn du im Recht bist, nur zu. Jemand, der behauptet, er konsumiert keine Milch, nachdem ich ihm erklärt habe, dass Mozzarella Käse ist und dass das aus Milch besteht, den darf ich fachgemäß korrekt als kleinen Honk einstufen. Also. Was heißt Honk? Zurück, nichts Schlimmes. Zurück zum Thema. Anzeigen. Wirst du weiterhin Kühen Muttermilch stehlen oder bist du jetzt vegan? Ich esse gar nicht so viel Käse. Ich habe nur einmal, weil die alle gesagt haben, habe ich halt mal, mein Freund ruft mich gerade an. Hallo? Hey Hugo. Ist er schon vegan? Revi, bist du vegan? Ja, ja, okay. Das ist eine Antwort. Danke. Das würde ich mir... Ich überlege. Ja, er überlegt. Okay. Gib dir später beim Anwalt, ja? Danke. Danke für den Tipp. So. Okay, dann bis gleich, Hugo. Tschüssi. Tschüss. Ja, also nochmal, ich esse gar nicht so viel. Also ich esse wirklich, ich hasse Käse. Aber ich habe es nur einmal vor, das muss ich zugeben, vor kurzem Mozzarella auf meine Pizza gemacht. Okay. Ja. Und war das wert, dass du an der Kuh wehgetan hast, Hugo? Ja, aber tut denen das weh? Naja, guck mal, diese Kuh wird ja fixiert und dann dringt man in sie ein. Nein, mit das Gewalt. War Bio. Bio, da machen die ja so ein bisschen Chili-Mini, da streichen die so, nee. Dann zitzen die mit der Hand. Also, guck mal, in den allermeisten Fällen ist das einfach ein Akt der Gewalt. Es gibt Kühe, die kriegen das tatsächlich nicht mit, aber die Kuhindustrie endet ja so, dass sie dann 2 bis 3 Mal am Tag an ihren Zitzen gepumpt wird. Und die sind meistens groß und überzüchtet und allein das ist schon für sie Leid. Dann wird ihr das Kalb weggenommen. Das ist für sie auch Leid und Schmerz, weil die haben eine Mutter-Kind-Bindung, so wie wir Menschen. Und dann wird das Kind in den Kopf geschossen, weil es sonst die Milch trinken würde. Es wird am Sklavenmarkt verkauft und getötet. Und das ist doch auch alles Gewalt.
Ja. Nee, das ist doch nicht nett, oder? Du bist doch ein Netter. Ja, das ist nicht nett, ja. Das stimmt. Nicht nett, so. Deswegen frage ich dich also, war der Mozzarella auf deinem Käse das wert? Nee. Okay. Es gibt vegane Mozzarella. Es gibt veganen Käse. Aber schmeckt okay? Der? Nicht immer. Es schmeckt ja auch nicht jeder nicht vegane Käse. Das stimmt. Ja, deswegen, es hängt nicht davon ab, ob etwas vegan ist oder nicht, ob es schmeckt, sondern ob es gut gemacht wurde. Und mit Eiern, weißt du, wie das da ist, warum ich keine Eier konsumiere? Warum? Weil diese Hühner, die sind ja auch komplett überzüchtet. Das heißt, die legen fast jeden Tag ein Ei und das ist für die total anstrengend. Und in der Hühnerindustrie ist es dann so, dass die Hühner nach 1 bis 2 Jahren spätestens so angestrengt sind, so ausgelaugt sind, dass sie auch ermordet werden am Schlachthof. Ja. Yeah. Doch nicht nett. Das ist nicht nett, das stimmt. Und selbst bei Bio, vielleicht haben die Tiere ein bisschen mehr Platz, aber am Ende des Tages gelten sie auch nur als Ware. Und wenn sie nicht mehr produktiv sind, werden diese Hühner getötet. Kann mein Freund rein? Ich glaube, wir haben jetzt alles durch, warum du vegan sein solltest, oder? Dann kann er rein. Oder hast du noch Fragen? Oder irgendeine Begründung, jetzt gerade nicht vegan zu sein? Ja, man muss halt gucken, was vegan ist. Ja, muss man gucken, genau. Ja. Das kriegst du doch hin. Du bist doch alt genug. Ja. Wir haben zusammen eine Frage. Und zwar? Dann muss ich erst meinen Freund dazu holen. Wie heißt er denn? Dann hole ich ihn rein. Grevi. Und Grevi? Ja. Ist er schon in der zeigt er hier schon auf oder nicht? Ich glaube schon. Kann jemand Grevi reinholen, nein, wenn er... Nein, nicht Grevi, Revi. Revi mit Revi. R. An die lieben Mods, die gerade zuhören im Discord, könnt ihr bitte Revi reinholen? Revi muss im zweiten sein, ne? Nicht im ersten. Ich sehe hier keinen Revi. Oh, es zeigen zu viele auf. Oh, ich hab ihn. Revi mit Wegel. Ich hab ihn angedingst. Er kann jetzt rein. Er muss das noch annehmen. Jo. Hallo, Revi. Hallo, Revi. Was geht? Hi, bist du schon vegan, Revi? Ja. Das ist nicht Revi. Oh. Doch, ich bin Revi. Okay, dann nehmen wir ihn raus. War wohl nicht der richtige Revi. Was hat er denn für ein Profilbild? Welche Farbe so circa? Kann ich dir sagen, er hat... Kann ihn bitte irgendwer von den Mods... Er hat so seinen Oberkörper frei mit so einer Tüte auf dem Kopf. Das ist das so... Das klingt super. Ja. Nee, ich kenne ihn nicht. Also... Ja, hallo? 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 Wow, er heißt Revinside. Ich habe Revi gesucht. Das ist er nicht. Oh, ist er auch nicht. Ich habe ihn nicht geaddet. Und er heißt auch auf Discord Revi, weil er ist... Digga, er muss Sprecher 2. Was will er mir denn für eine Frage stellen? Ja, das... Hier ist noch einer. Er ist wahrscheinlich auch nicht. Es nennen sich alle so um. Warte, ich guck mal. Danke. Ah. Oh. Ja, ich finde ihn nicht... Ja, was will er mir denn für eine Frage stellen? Ja, dann müsste ich ihn kurz nochmal fragen. Warte, er ruft mich an. Hallo? Ja? Ich habe eine Frage, ja? Hörst du ihn? Hört sie mich ja, ne? Hörst du ihn? Hört sie mich ja? Ja, okay, sie hört dich. Glaubt sie, dass die Menschheit sich genauso rasant schnell entwickelt hätte, wenn alle vegan gewesen wären? Würde mich einfach mal interessieren, was sie dazu sagt. Wahrscheinlich nicht, weil wir sind opportunistische Allesfresser. Wahrscheinlich das heißt nicht, weil wir sind Opet. Wie war das Wort? Achso, ja, okay, ja, red weiter, sorry. Das heißt, es gab einfach immer wieder Zeiten, wo die Menschheit darauf angewiesen war, Tierprodukte zu essen, Tierprodukte zu tragen. Aber es ist ja vollkommen irrelevant in der Vergangenheit, weil du hier und jetzt die Möglichkeit hast, Tiere nicht mehr als Objekte zu versklaven. Okay, aber das ist ja nicht für jeden möglich. Das kann aber gar nicht für jeder dich schon. Weil die Menschen können ja vegan sein. Also tatsächlich die vegansten, unter Anführungszeichen, die... Sagt ja jeder. Nein. Revi. Wenn du die Definition von Veganismus kennen würdest, statt hier einfach nur provozieren zu wollen, dann würdest du diese Frage nicht stellen, aber ich erkläre es dir gerne nochmal. Die Definition lautet, so weit wie praktisch möglich, keine Ausbeutung und Gewalt an Tieren zu unterstützen. Wenn du in einer Region lebst, wo du davon abhängig bist, Fische aus dem Wasser zu ziehen, wie beispielsweise die Inuits, dann kannst du trotzdem theoretisch gesehen vegan leben, solange du nur genauso viele Fische aus dem Wasser ziehst, wie du ungefähr so zum Leben brauchst. Aber wenn du Fische aus dem Wasser ziehst, weil es dir Spaß macht und dann schöne Ketten aus ihnen machst, dann bist du kein veganer Inuit, sondern ein Gewalttäter. Aber hier und jetzt rede ich außerdem nicht mit dir, sondern mit Inuits, sondern mit dir. Und dieses, das kann sich keiner leisten, ist auch ein total doofes Argument. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Weil die pflanzlichsten Bevölkerungen der Welt, die am wenigsten Tierprodukte essen, sind die Regionen,
die teilweise am ärmsten sind, weil da sind Tierprodukte Luxusgüter, weil Tiere am Leben zu halten, sich um sie zu kümmern und ihnen Getreide oder Pflanzennahrung zu geben, die eigentlich der Mensch selbst essen könnte, ist ein Luxus, den sie sich dort nicht leisten können. Das heißt, was essen die dann? Reis, Kartoffeln, Getreide, Samen, getrocknetes Obst, Gemüseaufläufe, Linsen, Bohnen und okay, so weiter und so fort. Hier ist es jetzt zum Beispiel, das ist keine provozierende Frage, ich würde es einfach nur wissen. Was ist, wenn ich jetzt beispielsweise Fruktoseintoleranz und sowas habe und es mir gar nicht was macht? Also Laktoseintoleranz ist gut. Nee, Fruktose habe ich. Ah, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Obst, ne? Also ich kenne einige vegane Personen, die multiallergisch sind. Und die schaffen es trotzdem, keine Leichenteile oder ausgeschiedene Muttermilch zu konsumieren. Etwas, was sich tatsächlich bei ihnen teilweise auch verbessert hat, ist ihre allgemeine allergene Lage. Weil unter anderem vor allem Kuhmilchprodukte zu den hyperallergensten Stoffen gelten, die du dir zuführen kannst. Und als sie dann aufgehört haben, die jeden Tag 2 bis 3 Mal am Tag zu konsumieren, haben auch ihre restlichen Allergien abgenommen. Es gibt aber auch Menschen, wo diese Allergien nicht abnehmen und die Fructoseallergien nach wie vor stark bestehen bleiben oder sie auch eine Sojaallergie haben. Das gibt es und auch diese Menschen finden Wege, teilweise keine Tierprodukte zu essen. Und wie ist es mit Menschen? Da gibt es genügend Allergieforen. Auf Vitamin D3 oder sowas. Also kann man ja auch künstlich zu sich nehmen, aber es gibt ja auch Leute, denen angeraten wird, medizinisch gesehen, hey, du musst Fleisch essen. Nein, also es gibt keine einzige Erkrankung. Nein, also es gibt Menschen, die das anraten. Okay, wenn du mir eine Frage stellst, musst du auch zumindest kurz auf meine Antwort achten. Okay, ja. Also die Ärzte oder Ärztinnen, die jemanden raten, wegen irgendetwas Tierprodukte zu essen, die sind leider sehr, sehr uninformiert, weil es gibt keine einzige Erkrankung, die dich dazu zwingt, Tierleichenteile oder tierische Ausscheidungen zu essen. Du kannst sämtliche Vitamine, die gegebenenfalls vor allem konzentriert aktuell in Tierprodukten vorkommen, wie beispielsweise Vitamin B12, durch ein Supplement zuführen, wenn es notwendig ist. Und du kannst alle anderen Vitamine durch eine pflanzliche Ernährung bekommen. Das heißt, es gibt keine Krankheit, die dich dazu zwingt, Tiere zu versklaven. Also gibt es einfach eine Menge Ärzte, die keine Ahnung haben. Also man lernt im Medizinstudium null Stunden über Ernährung. Ich habe selbst genügend Ärzte erlebt, die irgendjemandem angeraten haben, Tierprodukte zu essen, während sie selbst schwer übergewichtig waren. Das meistens damit korreliert, dass sie ballaststoffarme Tierprodukte jeden Tag konsumieren. Dadurch entsteht einfach weniger schnell ein Sättigungsgefühl und die einzigen Bevölkerungen der Welt, die es schaffen, einen gesunden BMI zu halten, sind die, die sich fast ausschließlich rein pflanzlich ernähren. Da gibt es genügend Studien und ich sage niemals, dass Tierprodukte immer ungesund sind oder dass du länger lebst, wenn du vegan bist, aber es gibt keine Notwendigkeit dafür, Tierprodukte zu konsumieren, um irgendeinen Nährstoff zu bekommen. Meine Hand tut weh. Ja, Hugo, wir müssen jetzt Minecraft spielen. Ich weiß. Nee, aber Revi, wir haben die ganze Zeit jetzt nur darüber geredet, was mit irgendwelchen Menschen ist, die irgendwelche ganz besonderen Fälle haben. Mhm. Aber du bist hier und jetzt, ich meine, keine Ahnung, vielleicht bist du auch so ein Multiallergiker. Ja, es geht mich deine Gesundheitsgeschichte nicht an. Mhm. Aber hast du denn irgendeine Rechtfertigung, weiterhin Tieren so eine schreckliche Gewalt antun zu lassen? Also ich glaube, eine Rechtfertigung gibt es dafür tatsächlich nicht. Mhm. Und ich bin mir auch vollkommen bewusst, was ich da mache. Richtig. Das ist ja schon mal ganz gut. Bist du nicht vegan? Nein. Ich war eine lange Zeit vegetarisch und auch vegan, aber das habe ich irgendwann rangegeben und im Endeffekt komme ich klar, wie es gerade ist. Ich esse natürlich wenig Fleisch, aber ich tue es immer noch. Ein Vergewaltiger kommt auch klar damit, dass er halt hier und da mal vergewaltigt. Nicht, er hat halt kein Gewissen. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Vergleich ist, der jetzt hier zieht. Doch, er zieht, weil du hast gesagt, du hast halt mit deinem Gewissen kein Problem, aber das ist kein Grund oder keine Rechtfertigung weiterzumachen oder zu sagen, dass das deswegen in Ordnung ist. Nur weil du Gewalttaten ausübst und du halt damit klarkommst, macht dich das nicht zum besseren Menschen, nur weil du damit klarkommst. Also ich bin sicherlich mit Schuld daran, dass das passiert, weil ich auch konsumiere. Du hast gesagt, dir ist das vollkommen bewusst. Du hast vorher gesagt, dir ist das vollkommen bewusst und du findest das vollkommen in Ordnung, wenn hier und da mal einer Tierperson ein Messer in die Kehle gestochen wird. Nein, also du hast gesagt, du kommst damit klar, also musst du das ja in Ordnung finden. Das ist natürlich eine sehr harte, militante Angehensweise. Ich weiß, du willst ja auch provozieren und so. Aber ich provoziere jetzt gerade nicht. Du hast gesagt, ich habe dich nicht gleichgesetzt mit einem Vergewaltiger. Ich habe gesagt, er hat hier die gleiche Einstellung, dass er damit halt kein Problem hat.
Du hast gesagt, du kommst auch damit klar. Also ich glaube, der Großteil der Menschheit hat den Konsens, dass eine Vergewaltigung nicht gleichzeitig. Okay, mir ist scheißegal, was der Großteil der Menschheit sagt. Der Großteil der Menschheit findet Tierversklavung in Ordnung. Ich rede jetzt gerade mit dir und ich habe dich nicht gleichgesetzt mit einem Vergewaltiger. Aber das, was in den Tierindustrien passiert, sind Vergewaltigungen, Versklavungen, Massenvernichtungen, Gewalt. Wenn du nicht vegan lebst, unterstützt du genau das, wovor du Angst hast, mit dieser Person gleichgesetzt zu werden. Du gibst nur jemandem anderen Geld dafür, um sich die Hände in deinem Namen dreckig zu machen. Und beschwerst dich dann, wenn man dich als Mörder oder Vergewaltiger oder sonst irgendetwas bezeichnen könnte. Also das ist doch genau sagen, das, was du unterstützt. Genauso, wie wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt ein Stück Fleisch esse, heißt das gleichsetzen. Ich habe jemanden beauftragt, jemanden zu vergewaltigen. Das möchtest du mir jetzt gerade vorwerfen, ja? Das ist deine das Aussage. Ist ja das, was, das ist ja das, was, das, das, das ist doch denkst, das, was in den Tierindustrien passiert. Du denkst, dass du damit Leute überzeugst, dass sie vegan werden. Nein, du kommst nicht dazu, mir. Das ist vernünftig. Das ist vernünftig. Glaubst, Vergleiche. Ganzen Vergleiche sind. Rationale Vergleiche sind vernünftig. Du bist leider nur zu emotional, um zu verstehen, was für Parallelen ich hier gerade gezogen habe. Guck mal, wenn dich das so triggert, so genannt zu werden, warum übst du dann genau so etwas an den Tieren aus? Ja, ich tue es ja nicht. Ich übe es ja nicht aus. Du lässt jemanden anderen deine Drecksarbeit machen. Ich wünsche euch ein schönes, veganes Leben. Und sage dem Metzger, bring die Kuh um und mach das. Ja. Ich bin so gewarnt. Oh Mann, warum ich gekickt? Ich wurde gekickt. Da hatte Vegan-Streak, weiß ich nicht. Vielleicht. Und darfst du deswegen auch Menschen essen? Und jetzt frisst die ihre Breide, Alter. Was sie doch. Physiologischen, sportlichen Grund und auch einer gewissen Faulheit, Digga. Aber also. Digga, ja, was ging denn bei euch gerade ab? Also, what the fuck? Das ist schon, Bruder, also ich weiß nicht, ob. Junge. Das ist schon sehr wahnsinnig in meinen Augen. Ihr wisst, wie ich normalerweise bin. Ihr wisst, dass ich normalerweise ein sehr entspannter Mensch bin, was sowas angeht. Und auch voll Verständnis dafür. Aber ich finde sogar ihre Mission als solche gar nicht verkehrt. Das, was sie macht, ist nicht schlecht so. Leute dazu zu bewegen, dass Leute vegan werden, ist ja nicht dumm. Ist ja was Gutes. Aber holy shit, Bro.